Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft. Ab geht's weiter, und zwar hier in den Tempelruinen, oder in der Tempelruine. Ja, es ist eine Einheitsform in diesem Falle. Ja, das war wahrscheinlich auch jetzt falsch die Bezeichnung, aber ja. Wir machen weiter, indem wir ein paar Kisten verschieben oder ein paar Blöcke. Ja, Kisten sind es nicht, es sind Blöcke, Steinblöcke. Das ist jetzt, ja, ein bisschen rätselhaft angehaucht. Also hier muss man ein bisschen, muss man sich so oder so ein bisschen versuchen. Ich meine, die Basis ist klar, wir müssen jetzt noch einmal schieben, glaube ich, oder zweimal, dreimal vielleicht noch. Dann, ah nee, das war's. Hier werden wir schon an dem gewissen Ort, wo wir später aber fliehen. Fliehen. Das klingt irgendwie, als würde uns Gefahr drohen. Naja. Noch nicht so ganz, nee. Wir sind noch ganz ruhig und entspannt. Wir schieben erstmal noch ein paar andere Kisten. Und ja, jetzt muss ich überlegen, mit welchen fangen wir an? Alter, wie muss ich das machen? Wir schieben jetzt diese Kiste. Ach, Kiste, ja, den Block hier entlang. Genau. Und da ist der Schalter. Der muss umgelegt werden. Oh oh, da hat es die Affen erwischt. Das ist wirklich schade. Naja, lassen wir es. So, ich gucke jetzt noch schnell nach, ob hier noch irgendwo was liegt, hier in den Blöcken rum. Vielleicht sowas wie ein Item oder so. Ja, bitte einmal drücken. Und dann ziehen wir einmal, obwohl, nee, warte mal, das können wir nicht ziehen. Ach, ich glaube, da wird wohl bestimmt nichts sein. Ich denke nicht, nee, ich werde mir jetzt nicht für ein Item irgendwie jetzt noch groß die Mühe machen. Und es ist ohnehin auch kein Secret, was wir suchen, daher, oder was wir da in den Blöcken suchen. Also das können wir vergessen. So, also hier müssen wir schnell sein. Okay. Das war der Grund. Moment. Diese zwei Kugeln. Die hatten es tatsächlich auf uns abgesehen. So, jetzt sollten wir vorsichtig sein. Wir müssen irgendwie versuchen, nicht vergiftet zu werden, wenn wir jetzt kein Medipack verwenden wollen. Ja, also ich werde versuchen, hier ohne Medipacks hier durchzukommen. Oder so wenig wie möglich. Und ich will unbedingt verhindern, dass ich hier jetzt vergiftet werde. Das passiert mir nämlich sehr oft, wenn ich jetzt hier runterfalle. Okay, nee, es ist jetzt diesmal nicht passiert. Wir... Ja, das ist der richtige Weg. Wir müssen jetzt wieder rauf. Und ja, zu dem Becken, logischerweise, wo wir gerade das Wasser eingelassen haben. Und es diese zwei Affen nicht überlebt haben. Ja. Auf geht's. Da entlang, bitte. Die Tür öffnet sich. Wir heben einen Indra-Schlüssel auf. Ne, Schlüssel des Ganesha. Oh, Ganesha. Oh, gut zu wissen. Ich glaube, Ganesha ist die indische Gottheit mit dem Elefantenkopf. Ich habe dazu mal eine Geschichte gehört, von dieser Gottheit. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Auf jeden Fall ging es um den Vater von Ganesha, der irgendwie so wütend war, dass er seinen Sohn. ich habe es nur noch ganz grob in Erinnerung. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Ich habe es nur mal aufgeschnappt. Ich habe es mal gehört. Der Vater von Ganesha war so wütend, dass er seinen Sohn den Kopf, dass er ihn enthauptet hat. Und die Mutter von ihm war so traurig,
Dass der Vater, dass sie den Vater gebeten hat, ihn wieder lebendig zu machen und hat dann, hat dann versucht, das klingt komisch, aber, hat dann versucht, wieder sein Kopf zu, wachsen zu lassen und, oder seinen Kopf wieder ranzusetzen und, da hat er sich umgesehen, das nächstliegende Tier war ein Elefant und hat dann einfach von dem Elefant das klingt voll abartig, hat den von ich, ja, weiß nicht, ich hab's so gehört. Ich sag nicht, dass es stimmt oder dass es paradox ist oder was auch immer. Ich übernehme da jetzt für keine Verantwortung. Er hat den Kopf von dem Elefanten genommen und ihn auf seinen Sohn draufgesetzt und war dann wieder lebendig und das sollte irgendwie eine symbolische Lehre sein. Ich weiß jetzt aber nicht so genau, wofür. Also wie gesagt, ich hab's nur aufgeschnappt. Ich weiß nicht, ob sie das tatsächlich in Indien verbreiten. Also ich hab's so in Erinnerung, dass Ganesha eine indische Gottheit ist, die einen Elefantenkopf hat, ja. Und deswegen, weil, keine Ahnung. Also. Ja, also ich sag darüber jetzt eben nichts, weil ich habe absolut gar keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht irgendwie mich über etwas, also irgendetwas schlecht reden oder irgendwas, oder irgendwie mich drüber lustig machen. Ich weiß es halt nicht, ganz einfach. Ja, ich denke mir nur, wenn das, stopp, nein, Moment, nochmal. Wenn das ein paar Leute hören würden, die sich damit verbunden fühlen. Ich will nicht, dass sich da jetzt irgendwie wie jemand angegriffen fühlt oder so. Ja, ich habe ihr nur gesagt, was ich mal über Ganesha gehört habe. Korrigiert mich, wenn es jemand besser weiß. Bitte korrigieren. Das ist immer hier sehr willkommen. So, okay. Alles klar, dann bitte einmal Fackeln aufheben und nicht von den Dartpfeilen erwischt werden. Da wollen wir nichts mit zu tun haben mit dem Gift. So, ach ja, im Übrigen, wir haben ein Secret eingesammelt oder haben wir besser gesagt ausgelöst. Gut, wir heben dann einmal nochmal ein bisschen Schrotflintenmunition aus. Moment, heißt es jetzt hier Schrotflinte oder Gewehr? Ne, hier heißt es Gewehr. In Jumbler 3 heißt es Gewehr. Okay. Ist sonst noch etwas hier? Nein, sonst war alles Paletti. So. So. Und wie gesagt, vorsichtig. Gut. Einmal nach oben, bitte. So, die restlichen zwei die restlichen zwei Secrets bekommen wir jetzt hier. Ganz genau. So, hier sollten wir besser mal schnell vorwärts springen, ab der Kante aus, damit wir einen Vorsprung haben, denn wir müssen so schnell wie möglich jetzt dort hinten ans Ende. Und wir dürfen jetzt nicht, wir müssen dafür sorgen, dass Lara Luft beibehält. So. Und da ist sie nun wieder aus dem Schlamm draußen. Hopp! Ah! Oh, okay. So soll es sein, ja. Und jetzt nach vorne. Das geht tatsächlich nicht. Okay, dann muss ich mich doch festhalten. Ist nicht so schlimm. So, ja, eigentlich wollte ich nicht, dass das jetzt so viel Zeit in Anspruch nimmt, aber jetzt haben wir es. Perfekt. Und jetzt kann nichts passieren. Hoffe ich doch. So. Was hast du vor? Ja. Tut mir leid, aber ihr Affen seid mir hier in dem zweiten Level feindlich gesinnt, deswegen tut mir leid. Ich will nicht, dass du mich unnötig belästigst. So. Jetzt solltet ihr eventuell nochmal abspeichern, weil jetzt müssen wir eine miese Falle überleben.
Ja, genau das meine ich. Man kriegt ohne jeden Zweifel einfach Energie abgezogen. Warte mal, ich versuch mal, ob ich das nicht noch ein bisschen besser machen kann. Das war jetzt durch einmal Sprinten. Ah, nein. Ach, dieser Analogstick. Mann. Oh, Leute. Ehrlich. Ich hasse es immer noch, mit dem Analogstick zu spielen. Ja, ich glaube, so ist es. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser war, aber das. Nee, das war es eigentlich. Ja. Sieht auf den ersten Blick genauso viel aus, genauso viel Energie wie vorher aus. Also, ich bin mir nicht sicher, ob wir dieses Level jetzt ohne Medipacks schaffen können. Ja, im Übrigen ist es in der PC-Version von Tomb Raider 3 so, dass man keine. Dass die Kristalle, also die Speicherkristalle, die man hier einsammelt, erstens mal nicht blau, sondern grün sind. Und die dann aber keine Speicherkristalle sind, sondern, wenn man diese Kristalle einsammelt, wird die Hälfte der Lebensenergie von Lara wiederhergestellt. Und das ist ein deutlicher Unterschied. Also die PC-Version kann man in dem Fall dann leichter durchspielen, ohne Medipacks zu verwenden, als die PlayStation. Zumindest ist das meine Erfahrung. Und da, ja. Wie das eben so läuft, ne? So, wir holen das dritte Secret, wenn ich da gut hinkomme, was jetzt auch der Fall ist, dann wird das hier ohne Probleme ablaufen. So, hier haben wir nämlich unser erstes Problem. Wir müssen da nämlich später runterfallen. Und ja. Ich glaube, das wird noch gehen. Aber dann müssen wir uns für den Rest des Levels damit sehr wenig Energie begnügen. Wir dürfen keinen Schaden mehr erleiden. Ja. Secret! So, wir holen MP5-Munition. Und dann noch einmal Schrotflinten-Munition. Nee, Gewehr. Ja, Entschuldigung. Oh, warum können sie es nicht bei einem Begriff belassen? Mann. Warum ist es in Teil 2 eine Schrotflinte und in Teil 3 ein Gewehr? So, dieser Hebel ist wichtig für das vierte Secret. Den müsst ihr gezogen haben. Wir haben 3 Secrets. Und jetzt muss ich überlegen, wie kommen wir runter. So. Von dieser Seite aus. So, ganz kurz runter. Ab hier dann loslassen. Ah, es ist nur ein kleines Pfützelchen gewesen. Keine Panik. So, jetzt, hier liegt aber sonst nichts mehr rum, oder? Wir müssen jetzt noch einen Hebel ziehen. Und dann dort entlang. Da hinauf. Da ist jetzt nämlich die Tür aufgegangen. Ja, und spätestens ab hier solltet ihr den Hebel da oben gezogen haben. Oder betätigt haben. Weil sonst. Ab jetzt können wir nicht mehr zurück. Und dieser Hebel war eben wichtig für das vierte Secret. Und das letzte Secret in diesem Level. So, jetzt sollten wir uns ein bisschen sputen. Oder ein bisschen schnell schwimmen. Bevor die Luft ausgeht. Von unserer gut verehrten, geschätzten Lara. Ziehen, ja. Und jetzt hier entlang, ne? Genau, hier ist es nämlich eine Falltür aufgegangen. Und hier wären wir in diesem riesig großen, sagenhaften Raum. Der sieht schön aus. Der sieht so schön aus.
Ich glaube, das hole ich mir, glaube ich, als Thumbnail. Das sieht nämlich, oh, das sieht so schön aus, Leute. Ich liebe diese majestätisch und groß, schön gebauten Level von Tomb Raider. Auch das sind so, die sind so schön, so ehrenhaft und, oh. Ich kann dagegen einfach nichts sagen. Es ist einfach nur sagen, es ist einfach zu schön. Ich habe mich in diese Ortschaften, könnte ich mich verlieben. Habe ich mich verliebt im Grunde. Ja. So, wir haben diesen Schalter betätigt. Und das wird uns jetzt, das ist die zweite Bedingung, um das vierte Secret zu holen. Das wäre jetzt in dem Fall hier. So, und ja, die Items sind hier. Jetzt frage ich mich nur, wird sich die Tür wieder öffnen? Die muss sich eigentlich wieder öffnen. Ja, so, da ist sie offen. Wir haben alles eingesammelt, was wir brauchten. Aha. So, 4 von 4 Secrets. Und, ja, Tempelruine, das ist schön. Dann ziehen wir noch ein paar Hebel. So many. So, das ist jetzt eigentlich nur eine optionale Sache. Wenn ihr die Hebel hier, die beiden Hebel betätigen nur einen Flammenwerfer, die euch ein paar unsichtbare Plattformen sichtbar machen wollen. Und ja, das wäre in dem Fall jetzt hier. Man kann sie nämlich durch das Feuer nämlich deutlich sehen. Oder zumindest einen Schein davon ergattern. Okay, und nicht in die Flammen rein. Das wäre sehr, sehr ungut. Okay. Hebel, du wirst betätigt. Und hier sollten wir uns am besten beeilen, weil die Tür, die jetzt sich geöffnet hat, die ist nur eine bestimmte Zeit lang offen. Und ja, hier haben wir mal wieder eine mordsmäßige Falle. Hier gilt es auch, schnell zu sein. Da, hol den Schlüssel. Das ist der zweite Schlüssel von Ganesha. Puh, meine Güte. So. Ich habe bis jetzt noch nicht rausfinden können, welche Gottheit oder welche... Ja, welches... Wer das darstellen soll, das weiß ich leider immer noch nicht. Ich hab's mal gegoogelt, beziehungsweise Ecosia benutze ich immer als meine Suchmaschine. Ja, ich weiß nicht, ob ich... Ich mach keine Product Placements, aber... Ja, Product Placements, weiß nicht. Keine Ahnung. Aber, ja, scheiß drauf. Ja. Leider hat sich jetzt dieses wunderschöne... Das schöne Wasserbecken durch einen Moor verwandelt. Und hier sollten wir jetzt auch etwas aufpassen. Denn hier fallen jetzt überall Steine von der Decke. Und das ist auch kein schöner Anblick. Ja, Leute, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man, Wie gesagt, ich mache YouTube nur so ein bisschen als Hobby und ich weiß nicht, ob wenn ich jetzt den Namen Google erwähne oder den Namen Ecosia, ob das als Produktplatzierung gilt, weil ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Bitte, also ich bin wirklich nicht so bewandert. Ich bin, man könnte sagen, ich sei ein Hinterwäldler, aber ich bin einfach nur, ich nutze das im Internet eigentlich mehr nur so minimal, daher. Und kennt mich auch nicht so mega mäßig aus damit. Oder beziehungsweise, ja, YouTube-Richtlinien habe ich mir nur wenig mal durchgelesen und mal grob überflogen, wenn überhaupt, aber ja. Ja, ihr müsst mir jetzt nicht die Richtlinien erklären, aber ja, ist egal. Ja, machen wir weiter. Mich interessiert jetzt nur, wenn ich jetzt mal den Namen Google oder Ecosia erwähne in meinen Parts, ob man das darf. Ja. Ich meine, weiß nicht. Es wird ja ständig gesagt. Irgendwo.
Und ich habe ja nur gesagt, dass ich eine andere Suchmaschine als Google verwende und sie heißt Ecosia, weil irgendwie gefällt die mir sehr, sehr gut. Von der Ethik her. Weil das ein Unternehmen ist, die ein... Ja, so, jetzt mache ich tatsächlich Werbung für ein Betrieb und das mache ich. Das ist, glaube ich, dann nicht gut. Nur eine... Was weiß ich. Scheiß drauf. Ich habe egal. So. Was ist das? Was rumpelt da? Ach so, das war auf der anderen Seite, ja. Ja, hier ist es egal, welchen Weg ihr genommen hättet. Ihr wärt am Ende hier gelandet. Nur beim anderen hättet ihr euch viel mehr beeilen müssen. So, wisst ihr was? Ich glaube, ich zensiere das einfach mal, diese ganzen Namen, die ich gerade gesagt habe. Weil ich glaube tatsächlich, ich darf keine Betriebsnamen irgendwie groß erwähnen. Weil das ist ja Werbung für ein Unternehmen. Das darf ich nicht ohne. Ja, ne? Genau. Egal. So, vergesst einfach, was ich gesagt habe. So. Wir gehen hier runter. Und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Energie einstecken. Aber das wird schon gehen. Ja. Dieses bisschen ist in Ordnung. 4 von 4 Secrets. Wir haben 2 Schlüssel des Ganesha. Genau. Und Leute, wisst ihr was? Was wird jetzt hier... Ja, ich setze die Schlüssel noch ein. Und ich werde dann hier jetzt einfach mal eine kleine Pause machen, okay. Aber ihr wisst ja, es geht bald weiter, ne? Alles klar. Alles klar. Ein Schluck von meinem Kakao noch. Und dann bin ich happy. Alles klar, Leute. Ab hier ist es wirklich ein spannender Zeitpunkt. Ich will euch jetzt aber auch nicht zu sehr auf die Folter spannen. Es geht ja bald weiter, ne? Immer nur ein bisschen gedulden, dann... Es wird auch belohnt. Alles klar, Leute, bis zum nächsten Mal, euer Team wie Astral und ciao. Liked, bewertet oder... bewertet, kommentiert, wenn ihr wollt. Oder wenn ihr auf dem Laufen bleiben wollt, dann abonniert doch auch. Wie ihr wollt, das liegt alles in eurer Hand. Das ist euer Recht. Tschüss, Sikowski.